Scheiße, Mädels. Es ist so langweilig ohne Basketballspieler. Wir haben sie heute gesehen, aber sie haben uns nicht einmal gegrüßt. Nun, jetzt werden wir versuchen, Kontakt aufzunehmen. Ach, kommt schon, lasst sie einfach stehen. Ich bin mit einem Footballer ausgegangen. Mir hat etwas nicht gefallen und ich habe mich verabschiedet. Also bin ich jetzt Single. Aber ich liebe Smile. Und ich liebe Timur. Mädels, wenn ihr also eure Basketballspieler liebt, dann stöhnt bitte nicht. Ich habe euer Gejammer genau hier. Ich habe es auf nette Art und Weise gesagt. Yenastia, du bist eine verletzende Freundin. Seht euch das an. Frösche haben alles umzingelt. Sie warten auf jemanden, der sie mit Buffalo Wings verwöhnt. Ja, genau. Tja, also Mädels, lasst uns die Daumen drücken, dass unsere Basketballer uns verzeihen. Also Leute, jemand hat mir heute Abend Zahnpasta in die Nase gepresst. Wer war das? Wer war das? Wer hat es gewagt, in Elbys Zimmer zu kommen, während sie dort schlief, hä? Das klingt nach Rache. Aber warum sollten wir normalen Kinder uns an Coach Abby rächen? Wir sind nicht daran interessiert. Eigentlich gehen wir nicht in die Zimmer der Mädchen. Das stimmt, Footballer. Das ist nicht gut. Es ist nicht erlaubt, in die Mädchenzimmer zu gehen. Hey, hey. Meine Familie und ich lieben Tiere sehr. Deshalb haben wir beschlossen, diesen verlassenen Zoo zu retten. Lade unser Spiel herunter, um dich um alle Tiere zu kümmern und uns zu helfen, den besten Zoo der Welt aufzubauen. Wir sehen uns im Spiel. Also, ich möchte in deine ehrlichen Augen schauen. Browse? Nein, ich war das nicht. Ich könnte mich nie dazu durchringen, das zu tun, okay? Ich hab's. Julie? Ich war gestern nicht hier. Ich bin zu meinen Eltern. Abby, die Frösche sind da. Du solltest sie auch fragen. Nein, die Frösche sind unschuldige Mädchen. Sie würden das nie tun. Oder? Jana? Warum ich? Eigentlich bin ich Laylas rechte Hand. Und Layla ist die rechte Hand von Lehrer Mike. Wir würden sowas nie im Leben machen. Wie cool ist es, der Liebling von Coach Abby zu sein. Alle führen ernste Gespräche und wir trinken Milchkaffee. Warum liebt sie uns eigentlich? Weil die Bunnies zu gut sind. Mädels, wollt ihr ein paar Buffalo Wings? Bisher gibt es noch keine Schlange. Also, Blondie? Nein, keine Buffalo Wings. Leute, ich schlage euch was vor, okay? Lasst uns ein cooles Auto mieten und aus diesem Landhaus herausrollen. Ja, wir haben keinen Grund, hier zu bleiben. Was habt ihr Jungs vor? Wollt ihr keine Zeit mit den Mädchen verbringen? Was soll das bringen? Unseren Mädchen reicht unsere Anwesenheit nicht. Sie haben einfach ein Abenteuer gesucht an einem fremden Ort. Ich verstehe das einfach nicht. Wie konnten unsere Mädchen diese Zombies da finden? Welche Zombies? Die haben vielleicht Halloween gefeiert oder sind einfach so. Romeo, es sind noch 6 Monate bis Halloween und diese Nachbarn sind wirklich seltsam, okay? Oh, oh, Leute, unsere Mädchen kommen also hierher. Werde nicht mit ihnen reden. Guten Appetit, Frösche. Wir essen nichts. Oh, Abby, schau mal, hier sind die Cheerleader. Oh, oh, hier sind die Stars des Landhauses. Na, was Mädels, macht ihr? Habt ihr das gehört? Abby hat uns Stars genannt. Sie hat wohl schlechte Laune, was? Ich habe alle hier versammelt, um herauszufinden, wer mir heute Abend Zahnpasta an die Nase gedrückt hat. Wart ihr das? Und das war sowas von furchtbar. Oh, Coach Abby, vielleicht weiß ich, wer es war. Ernsthaft? Es wurde von jemandem gemacht, der dich hasst. Diana, was sagst du da? Aber wir lieben dich, also konnten wir es gar nicht sein. Das klingt aber nicht nach der Wahrheit. Siehst du, Abby, sie lieben dich. Ich hab dir gesagt, dass sie dich lieben, okay? Dann bleiben nur noch die Frösche übrig. Frösche, kommt hierher. Ja, Trainerin Abby. Wir haben schon gegessen. Ist was passiert? Also, ihr steckt in Schwierigkeiten. Ihr seid auf jeden Fall. Ihr habt ohne Zweifel getan. Ryan, das ist aber nicht so Gentleman-mäßig, wenn du die Mädchen nicht magst, okay? Nein, tut mir leid, aber ich will hier nicht eine ganze Stunde lang stehen. Ich habe niemandem Zahnpasta in die Nase gedrückt, versteht ihr? Hallo Jungs. Schmeißt uns nur nicht raus. Oh mein Gott, ich werde mich wieder damit beschäftigen. Oh Mann. Wiedersehen, Mädchen. Wer ist dieses blonde Mädchen da? Ich sehe sie zum ersten Mal. Kommt schon, Leute, ihr benehmt euch wie Kleinkinder. Das war's also? So seid ihr? Ihr wollt nicht einmal mit uns reden? Timo, hast du wirklich vergessen, wer ich bin und wie ich heiße? Hört zu, Basketballer. Ihr verhaltet euch echt kindisch. Mann, die macht mich echt wütend, Mann. Diana, warum sagst du mit so einer sanften Stimme, Hallo, Jungs? Ihr habt uns enttäuscht. Geht zu euren Zombies und sprecht mit ihnen. Smile, was ist los mit dir? Was ist mit dir los? Wo ist der lustige und positive Smile? Ja, Jungs, sieht aus, als hättet ihr euch verloren. Und ihr seid... wie die Frösche. Wir haben nichts mit euch zu besprechen. Sind Zombies besser als wir oder was? Dann geht zu ihnen. Habt ihr was dagegen, mit Männern befreundet zu sein? Hört zu, Jungs. Das ist nicht die Schuld der Mädchen. Ich habe mich gerade in Zack verliebt. Das ist alles. Ja, aber wir wollten nur Freunde sein. Und Jungs, wisst ihr was? Zack ist ein Basketballspieler. Es wäre cool gewesen, wenn ihr euch getroffen hättet und gespielt hättet. Oh, wow, Leute. Habt ihr das gehört? Nebenan wohnt ein Basketballspieler. Ich schätze, es ist unsere Rivale jetzt. Vielleicht wohnt da auch eine Cheerleaderin. Dann gehen wir zu ihr und treffen sie. Also, was ist los? Wohnt da eine Cheerleaderin? Idioten. Es gibt eine Cheerleaderin. Sie ist die ältere Schwester von Zack. Wollt ihr sie treffen? Ach, ich bin mir nicht sicher, ob sie die Dummköpfe, die ihr seid, mögen wird. Was? Ein Zombie-Cheerleader? Mit diesem Mädchen würde ich ausgehen auf jeden Fall. Wirklich? Also Leute, lasst uns hingehen und sie treffen, oder?
Ja, Mann, lasst uns diese seltsamen Nachbarn kennenlernen. Mädels, führt uns zu euren Zombies. Verdammt. Leute, ernsthaft? Das freut mich sehr. Und ich bin sicher, sie werden euch gefallen. Und Zack ist so süß. Was? Oh, nicht diese Art von süß. Eigentlich hat sich das Tier in ihn verliebt. Aber seine Schwester ist sehr streng. Streng, aber ich bin sicher, wenn man sie kennenlernt, wird sie freundlich zu einem sein. Romeo, wenn du die Cheerleaderin Salina siehst, wirst du dich sofort in sie verlieben. Romeo, glaub mir. Ernsthaft jetzt? Hör zu, Smile. Ich möchte, dass du die gleiche Person bist, wie du früher warst. Denn ich mag es nicht, dass du so unhöflich bist. Diana, es gefällt mir nur nicht, dass du ständig in dieses Zombiehaus gehen willst. Die Frösche reden über uns. Die Frösche diskutieren wieder. Habt ihr das gesehen? Gestern hatten sie einen Streit und heute sind sie wieder zusammen. Was machen die Bunnies mit den Basketballern? Mist, ich bin sicher, dass sie Hexen sind. Echte Hexen. Ja, ich stimme zu. Frösche, wir hören euch. Wir wissen nicht, was ihr Kröten hinter unserem Rücken sagt. Beeilt euch. Ich will, dass ihr sie schneller trefft. Komm schon, Ryan, hör auf, mich zu überzeugen. Ich gehe nicht mit dir aus. Ich hab doch Patrick. Ich auch. Kommst du darauf, dass ich mit dir ausgehen will? Ich zeig dir nur einen Tanz, der alle Juroren des Wettbewerbs überzeugt hat. Hoppla, wir haben ihn missverstanden. Hallo, hier ist Kostja, der Footballer. Wollen wir uns besser kennenlernen? Hör zu, Jungs. Lasst mich anrufen. Ich muss wissen, wie es Layla geht. Nein, nein, das ist nicht unsere Freundin. Das ist so eine Drama-Queen. Die schönste Drama-Queen aller Zeiten. Und jetzt geh bitte, mach die Tür zu, okay? Bin ich eine Drama-Queen? Bin ich sowas? Weißt du, Jana, lass uns die Mädchen einfach kennenlernen, okay? Aber mit euch Footballern wird sich niemand anfreunden können, ihr bärigen Kerle. Hier ist das Haus. Hallo, Haus. Jungs? Jungs, kommt schon. Warum habt ihr aufgehört? Erstmal müssen wir ihr Haus mit Tomaten bewerfen. Zombies mögen Tomaten. Smile, Jungs, was macht ihr denn da? Sie haben uns belogen. Sie werden sie nicht treffen wollen. Leute, seid ihr verrückt geworden? Mädels, wenn ihr weiterhin mit uns zusammen sein wollt, dann bewerft dieses Haus mit Eiern. Meine Haarwurzeln werden also ihre natürliche Farbe zurückerhalten. Vielleicht werde ich die grüne Farbe eines Tages loswerden. Ich wusste es doch. Salina, diese Teenager sind da. Sie schmeißen Tomaten an unser Fenster. Was sollen wir jetzt machen? Aber ich hab dir doch gesagt, dass diese Teenager nicht so gut sind, wie du denkst. Ich wusste es doch. Salina, ich kann rausgehen und denen eine Abreibung verpassen. Wir müssen nicht nach draußen gehen. Öffne die Tür und lass sie reinkommen. Salina, mach mir keine Angst. Wir werden sie doch nicht anstecken, oder? Wir hatten doch eine Abmachung. Öffne die Tür. Hörst du, was deine ältere Schwester zu dir sagt? Mach schon. Okay, aber alles ganz ruhig. Zoe schläft dort. Hey, Zombies, kommt raus! Mal bitte! Cheerleader-Zombie, komm raus! Jungs, geh weg! Bleibt ruhig, Leute. Jetzt spielt ihr wirklich mit dem Feuer. Seid nicht so übermütig. Verschwindet von hier. Weg mit euch, los! Leute, los, geht schon! Die Tür geht auf, ich hab solche Angst! Ich hab das Ei hier in meiner Hand bereit. Mach dir keine Sorgen, Romeo, wir werden sie jetzt kennenlernen. Auf geht's, Mädels! Jungs, ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Wir entschuldigen uns jetzt für das Verhalten unserer Freunde. Oh, mein armer Zack. Leute, ich hasse euch dafür. Oh, mein armer Zack, ich hasse euch. Okay, Leute, kommt schon. Ich will diese Chili darin sehen. Gehen wir. Salina? Zack? Wir sind es, eure Nachbarn. Entschuldigt das Verhalten unserer Freunde, wirklich. Dürfen wir reinkommen? Dürfen wir reinkommen? Mal sehen, welche Zombies da sind. Ja, Leute, schauen wir uns das mal genauer an. Aber Leute, pst! Salina! Zack? Salina! Zack, es tut mir leid, dass diese verrückten Basketballer Tomaten an eure Fenster geworfen haben. Sie sind wirklich verrückt. Wir sind gekommen, um uns bei euch zu entschuldigen. Mädchen, es ist seltsam. Niemand ist hier. Aber jemand hat uns die Tür geöffnet. Verdammt, das ist mystisch, wenn ihr mich fragt. Buh, wir sind Zombies. Habt ihr uns gerufen? Oh wow, seht mal Leute, das ist ein cooler Ort. Wirklich, wir können uns hier echt amüsieren. Schaut euch die ganzen Trophäen an. Und die alte Spielekonsole. Noch nicht mal ich habe so viele Pokale. Leute, schaut euch mal diesen Ball hier an. Jungs, fasst hier nichts an. Das ist nicht euer Haus, lasst das. Timur, legt den Ball von meinem Sack zurück, sofort. Wow, Nastia, ist der schon deins? Ja. Und heute werde ich ihm den Antrag machen, mein Freund zu werden. Babe, warum habt ihr so einen coolen Ort vor uns versteckt, hä? Mit den Zombies habt ihr uns aber veräppelt, oder? Nein, Smile, haben wir nicht. Und du kommst besser hier raus. Ich bitte dich höflich darum, bitte geh. Oh mein Gott, ist das so ein Wunderspiegel einer alten Oma? Timur, mach es zu. Basketballer, ihr seid so schlecht erzogen. Geht einfach raus. Ich bitte euch höflich. Salina wird euch fertig machen. Hört zu, Mädels, warum quasselt ihr uns voll? Zombies gibt's nicht. Es gibt sie. Willkommen im Zombiehaus, ihr Teenager. Smile, hier sind also die Besitzer des Hauses. Hallo, Zack.
Sorry für die Tomaten an eurem Fenster. Raus hier! Oder ihr werdet wie wir. Zombies. Salina, die Basketballer, sie gehen. Geht jetzt raus. Ich denke, wir sollten alle gehen. Sie sind stinksauer. Romeo, deine Cheerleaderin ist da. Willst du sie noch kennenlernen? Cool, aber warum hast du so viel Halloween-Make-up drauf? Das ist kein Halloween-Make-up. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Oder Zack wird sein Armband abnehmen. Und ihr werdet für immer in diesem Haus bleiben. Habt ihr das gehört? Zack hat ein Armband. Und wenn er es abnimmt, werdet ihr zu Zombies. So ein cooler Zack mit seinem Armband. Komm schon, Smile, wir sollten gehen. Willst du mich veräppeln? Glaubst du wirklich, dass sie Zombies sind? Sie lügen nicht. Smile, wir gehen jetzt. Wiedersehen. Entschuldigung. Ihr seid echt coole Nachbarn. Ihr müsst euch einfach nur mal das Gesicht waschen, ja? Nastja, du musst auch gehen. Ja, sie haben sich schlecht benommen. Aber ich bin nicht so schlimm wie sie. Und ich mag dich wirklich. Ich will deine Freundin sein. Ich kann sogar ein Zombie werden. Bitte. Nastja, du kannst nicht mit mir zusammen sein. Aber ich liebe dich. Und Zack, du kannst sie zu einem Zombie machen. Und dann wirst du eine Freundin haben. Zack, ich liebe dich. Und ich bin bereit, ein Zombie zu werden. Nastja, nein, geh raus, okay? Und Salina, was redest du da? Und jetzt geh bitte. Wie auch immer. Ich werde dich trotzdem kriegen, das verspreche ich. Raus jetzt hier! Dein Bruder ist mein Schwarm. Und er wird meiner sein. Zack, wir müssen hier weg. Weck Zoe auf. Schnell! Salina, nein, ich verspreche dir, ich werde mich um die Teenager kümmern. Sie werden nicht mal hierher kommen, verstehst du? Wenn sie noch einmal hier auftauchen, dann werde ich sie zu Zombies machen, verstehst du? Zack, was ist passiert? Ein Mädchen hat sich in dich verliebt. Leute! Es ist etwas Schreckliches passiert. Ich werde sie vermissen, Abby. Es fehlen unsere Basketballspieler und Cheerleader. Wie sind sie verschwunden? Mir egal, ich werde den Platz der Basketballspieler einnehmen. Patrick, du bist der Beste. Du bist der Beste. Wo werden sie vermisst? Vielleicht sind sie irgendwo spazieren. Habt ihr gesehen, wie spät es ist? Es ist Mitternacht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ins Landhaus zurückkehren werden. Kostja, wir haben die Mädchen heute zum letzten Mal getroffen. Ja, verlorene Cheerleader. Coach Abby, ich denke, man muss alles positiv sehen. Jetzt können wir ihr Team sein. Und wir sind jederzeit bereit für die Trainingseinheiten. Verdammt, wirklich? Wo sind sie hin? Es ist 12 Uhr nachts. Da kann man nirgendwo hin. Vielleicht sind sie losgezogen, um etwas zu essen zu kaufen. Sie haben bei uns heute nichts gekauft. Also haben sie Hunger. Leute, keine Panik. Mein Bunny-Schwänzchen spürt, dass sie bald zurückkommen werden. Bunny-Schwänzchen? Das ist nur dein Kostüm. Ich bin mir sicher, dass die Cheerleader und Basketballer bald kommen werden. Die Mädchen sind bei den Jungs. Wir könnten ihren Standort verfolgen, aber... Wir haben ihre Handys. Die Handys müssen zurückgegeben werden. Einverstanden. Geht den Teenagern die Telefone zurück. Ja, Leute, wir werden drüber nachdenken, aber jetzt reißt euch zusammen. Ja, Leute, nehmt die warmen Jacken und Taschenlampen. Nehmt alles mit und lasst uns gehen und sie suchen. Nein! Was soll das, Gejohle? Wir sind doch ein Team. Mist, ich hoffe, niemand hat uns gesucht. Wir waren so lange weg. Niemand hat nach uns gesucht. Das liegt daran, dass Nastia ihren Zack nicht verlassen konnte. Ich sag's euch, ich werde Zack kriegen. Vielleicht werde ich sogar ein Zombie. Wir müssen sie finden. Was sollen wir sonst ihren Eltern sagen? Das ist meine größte Angst. Ich glaube, die suchen uns wirklich, Mann. Glauben die, dass wir uns verlaufen haben? Die sind ja total verrückt geworden. Wir müssen uns melden und sagen, dass wir hier sind. Los geht's. Wir werden uns einen Vortrag von Coach Abby und Lehrer Mike anhören müssen. Leute, habt ihr verstanden? Wir müssen zusammenhalten. Damit wir euch später nicht auch noch suchen müssen. Hallo. Schaut mal, wer da ist. Nastja, entschuldige, aber ich habe eine neue Freundin. Warum sagst du ihr das jetzt? Wo seid ihr gewesen? Leute, es ist so gut, dass ihr wieder hier seid. Wir wurden vom Regen überrascht und beschlossen, ihn abzuwarten. Deshalb waren wir so lange weg. Hört zu, Dima. Mein Freund ist so ein Crush und er wird dich zum Frühstück verspeisen. Also mach jetzt keinen Sturm. Also Leute, die Operation, um die verschwundenen Teenager zu finden, ist abgeblasen. Also geht alle ins Bett. Abby, ich werde auch schlafen gehen und du redest mit ihnen, okay? Coach Abby, wir hatten ein so aufregendes Abenteuer. Wir müssen eigentlich froh sein, dass wir wieder hier sind. Wir waren an einem unglaublichen Ort. Hey Jungs, werdet ihr davon erzählen? Okay, ich mache Tee und ihr erzählt mir alles. Wo wart ihr und in welches Schlamassel seid ihr geraten? Lasst euch schnell eine Geschichte einfallen und sagt bloß kein Wort über unsere seltsamen Nachbarn, okay? Hört zu, Diana. Ich werde wahrscheinlich meine Sachen packen und zu Zack ziehen. Hör
Katsunas Tier. Aber das sind Zombies. Na und? Ich habe mich wirklich in ihn verliebt. Er unterscheidet sich von allen anderen. Nastia, du solltest dich ausschlafen. Nastia. Leute, like das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen, coolen Episoden. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Alles gut, morgen werde ich mit dem Zombie mal ein paar Wörtchen reden. Na los, habt ihr eine Geschichte?